Die Gemeinde Schellenberg hat am Dienstag zur Informationsveranstaltung mit den Ergebnissen der Einwohnerbefragung eingeladen. So sehe ich unser Schellenberg. Bei der Befragung haben knapp noch 52,1% teilgenommen, was eine sehr hohe Rücklaufquote ist. Auch im Vergleich mit anderen Gemeinden, so hat uns das die Fachhochschule Ost, wo das in Hauptverantwortung mit uns zusammen gemacht hat, auch so mitteilt. Und auch heute wieder, wir sind eigentlich recht zufrieden mit den Zuschauern oder mit den Teilnehmenden, die da an dem Anlass, an dem Informationsanlass. Es zeigt doch, dass ein grosses Interesse ist, ja, der Schellenberg zusammen weiterzuentwickeln. Natürlich haben wir teilweise auch harte Diskussionen im Gemeinsrat. Oder? Es ist so, dass nicht immer alles einstimmig durchgeht. Und teilweise haben wir auch schon müssen, ja, Traktanten nochmal mitnehmen und nochmal über die Bücher gehen, bevor wir dann einen Entschluss haben können fassen. Aber das finde ich ist ein normaler Prozess. Und ja, wir haben heute die Arbeit unter den Gemeinsräten ein bisschen aufteilt, dass jeder einen Teilbereich hat können übernehmen. Die einzelnen Gemeinsräte haben sich super darauf vorbereitet und ich habe gefunden, es ist ein gelungener Anlass gewesen. Also die wichtigsten Informationen sind gut übrig gekommen. Und wenn die Bevölkerung natürlich noch tieferes Interesse hat, kann sie die Präsentation, die die Fachhochschule Ost erstellt hat, dann online abrufen und dort noch weiter drinnen rumstöbern. Wir haben es ja gehört, es sind teilweise auch recht kritische, heftige, gerade bei den qualitativen Aussagen, bei den Kommentaren drin gewesen. Das nehmen wir natürlich sehr ernst. Und auf dem aufbauend versuchen wir uns natürlich auch als Gemeinsrat, als Gemeindeverwaltung natürlich auch weiterzuentwickeln. Dass wir uns dort ja, entsprechend verbessern. Und der zweite Teil ist natürlich das Gemeindeentwicklungsprojekt Schellenberg, meine Gemeinde, unser Weg, wo wir eine Strategie, eine Vision für Schellenberg bis Ende 2025 erarbeiten wollen. Und dort werden natürlich die Informationen, die wir da alle bekommen haben, die Rückmeldung aus der Bevölkerung mit einflüssen lassen. Einerseits bei der Freizeitangebot, Erhalt von Natur und Landschaft ist die Zufriedenheit sehr hoch. Sehr hoch ist sie auch im Bereich von der Verwaltung, dass die Verwaltung eine gut arbeitet, sehr eine hohe Kompetenz in der Verwaltung ist, eine hohe Freundlichkeit auch. In der Schule selber ist die Zufriedenheit auch sehr hoch, mit ein paar Abstrichen natürlich. Schulwegsicherung ist eher ein Punkt, wo man angehen muss, wo teilweise kritische Kommentare gefallen sind und Bewertungen auch nicht immer ganz so gut sind, das wissen wir aber auch. Aber dort ist es halt eben auch so, beim Schulweg sind nicht nur wir als Gemeinde der Hauptverantwortung, natürlich dort müssen wir auch aufs Land auch zählen. Die negativen Bewertungen, es betrifft einerseits den Gemeinsrat und die Möglichkeit von der Transparenz von der Mitarbeit von der Bevölkerung. Es ist ja, relativ schlecht bewertet worden. Meiner Ansicht nach hauptsächlich wegen dem Grundstückstauschgeschäft, wo halt das noch nachgehalten hat in dieser ganzen Befragung. Aber natürlich auch zu Recht. Also wir nehmen die Kritik natürlich auch sehr ernst. Das täten wir in Zukunft ganz sicher auch anders machen. Ist sicher ein bisschen, sagen wir, ein Sonderfall gewesen, ein Sonderprojekt, wenn man so will. Aber auch dort muss man natürlich aufbauen, gerade der Einbezug von der Bevölkerung, die sogenannte Partizipation, dort wären wir uns und möchten wir uns auch stark verbessern ab dem 25.